Die Galeria-Filiale an der Kölner Breitestraße war heute wegen der Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschlossen. Das Aus für den Standort können sie nicht nachvollziehen, wie uns eine Mitarbeiterin nach der Versammlung berichtet. Die Mitarbeiter sind enorm enttäuscht, weil das ist ein gut funktionierendes Haus. Nicht nur für die Mitarbeiter, auch für manche Passanten eine schlechte Nachricht. Was soll man dazu sagen? Es ist schade, dass Karstadt Kaufhof zumacht. Denn der hat also das Stadtbild hier immer belebt. Ich finde es sehr traurig, weil ich kaufe lieber im Laden ein, als im Internet dauernd zu bestellen und die Umwelt damit zu belasten. Das ist einfach der normale Wettbewerb. Und wenn das Modell ausgedient hat, dann... Es ist schade natürlich, weil es ein bisschen Kultur ist und auch die Kindheit natürlich damit verbunden wird. In dem Sinne ist es schade, aber ich glaube, es werden auch neue Sachen kommen, die auch im Zweifel dann besser sind. 16 der 92 Galeria-Standorte sollen geschlossen werden, so das Unternehmen heute. Darunter die Berliner Filialen Ringcenter, Tempelhof, Spandau sowie das Haus in Potsdam. Des Weiteren schließen werden die Standorte in Oldenburg, Wesel, am Essener Stammsitz, Köln-Breitestraße, Mainz, Trier-Fleischstraße, Mannheim und Leonberg. Außerdem werden die Filialen in Chemnitz, Würzburg, Regensburg, Neupfarrplatz und Augsburg aufgegeben. Galeria betont, dass Filialen noch gerettet werden könnten, wenn die Mieten der Häuser gesenkt würden. Gewerkschaftler kritisieren die jetzigen Pläne. Es geht wieder auf Kosten der Belegschaft. Und ich bin der Meinung, dass die Filialen mittlerweile jetzt auch wirklich die Filialen sind, die Umsätze bringen. Nur die Mieten sind zu hoch. Handelsexperte Gerrit Heinemann hat keine Hoffnung mehr, dass Galeria noch zu retten ist. Ich glaube, in der jetzigen Form als Warenhaus hat Galeria keine Zukunft. Vielleicht könnte man die jetzt bestehenden Häuser noch zu Shoppingzentren umbauen, was ja zum Teil auch mit dem KDW zu 50% schon passiert ist. Die Frage ist nun, wie das Konzept der neuen Galeria-Inhaber für die verbliebenen Warenhäuser aussehen und ob es tragfähig sein wird.